Guten Tag, mein Name ist Alexander Bredereck, ich bin Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und ich berichte Ihnen heute über ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs, was gerade bei den Mietern für einen gewissen Wirbel und Aufregung gesorgt hat. Es geht um das Thema Mietminderung und insbesondere über das Thema unberechtigte bzw. überhöhte Mietminderung. In diesem Fall hatte der Mieter wegen Schimmel in seinem Haus die Miete gemindert und als die Mietminderung 2 Monatsmieten erreichte, hatte der Vermieter, dem das natürlich nicht gefallen hat, fristlos wegen Zahlungsrückstand gekündigt und dann Räumungsklage erhoben. Im Prozess stellte sich heraus, dass die Minderungen, die der Mieter vorgenommen hat, nicht berechtigt waren, weil er selbst für den Schimmel verantwortlich war. Zum Beispiel waren da in der Wohnung wohl Aquarien, die besonders viel Kondenswasser gebildet haben und ein Terrarium mit Schlangen. Jedenfalls hat das Klima, das der Mieter da in der Wohnung geschaffen hat, die Bildung von Schimmel begünstigt und dementsprechend war auch seine Mietminderung nicht berechtigt, denn wenn ich den Mangel selber verursache als Mieter, dann darf ich natürlich nicht die Miete mindern. Wiederum hatte das zur Folge, dass die vom Vermieter ausgesprochene Kündigung berechtigt war, denn es war tatsächlich ein Zahlungsrückstand von 2 Monaten aufgelaufen. Jetzt hatte sich der Mieter, als dann gar nichts mehr half, darauf berufen, dass er halt im Irrtum war. Er durfte halt annehmen, dass der Schimmel aufgrund eines Baumangels vorhanden war und dass deswegen jedenfalls die Kündigung unwirksam ist. Und der Mieter hatte dann auch die rückständigen Mieten nachgezahlt. Da hat der Bundesgerichtshof jetzt gesagt, wenn diese Nachzahlung nicht innerhalb der zulässigen 2 Monate nach Erhebung der Räumungsklage erfolgt, was hier nicht der Fall war, dann ist das zu spät. Und allein der Irrtum des Mieters über die Berechtigung zur Mietminderung hilft dem Mieter nicht. Das Urteil hat für sehr viel Verwunderung in der Presse gesorgt, was mich wiederum verwundert hat, denn ich halte es für absolut zwingend. Es gilt hier ganz normales Verschuldensrecht, wenn der Mieter auf seiner Seite Verschulden hat, wird ihm das zugerechnet und er muss die Konsequenzen tragen. Ich rate Mietern daher, bereits seit vielen Jahren im Fall von Mängeln anders vorzugehen, und zwar wie folgt. Sie schreiben den Vermieter an und teilen ihm sämtliche Mängel mit, setzen ihm eine angemessene Frist von 2 Wochen zur Behebung der Mängel, Punkt 1. Punkt 2. Sie erklären, dass bis zur vollständigen Behebung sämtlicher Mängel in der Wohnung die Mietzahlungen unter Vorbehalt erfolgen. Sicherheitshalber schreiben Sie diesen Vorbehalt auch nochmal in Ihre Überweisungen rein. Drittens, Sie teilen dem Vermieter mit, wie hoch Ihrer Meinung nach die Miete gemindert ist durch die Mängel. Und setzen ihm eine Frist, das zu bestätigen und ihnen die unter Vorbehalt vollgezahlte Miete wieder zurück zu erstatten. Macht der Vermieter das nicht innerhalb einer gesetzten Frist, muss Instandsetzungsklage hinsichtlich der Mängel erhoben werden und Klage auf Feststellung der Mietminderung für die Zukunft, der Berechtigung zur Mietminderung und Klage auf Rückzahlung der in der Zwischenzeit wegen der Mietminderung überzahlten Miete. Mit so einer Klage gehen Sie kein allzu großes Risiko ein. Falls sich herausstellen sollte, dass die Mängel doch in Ihrem Bereich liegen, dann verlieren Sie zumindest nicht die Wohnung, nur den Prozess. Falls sich herausstellen sollte, dass Sie bei der Höhe der Mietminderung überzogen haben, was sehr leicht passieren kann, nicht mal wir Anwälte können im Zweifel auf den Cent die Mietminderung genau berechnen, denn Mietminderung ist immer eine Schätzung des jeweiligen Gerichts und die vorherzusagen ist recht schwierig. Falls Sie sich bei der Höhe der Mietminderung ändern, passiert auch nichts, dann verlieren Sie teilweise den Prozess, haben vielleicht teilweise die Kosten, aber Sie bekommen ja eine vermutlich Menge Miete dann zurück. Dieses Verfahren führt dazu, dass Sie am Ende die wirklich vom Vermieter baubedingt verursachten Mängel beseitigt bekommen, dass Sie die Ihnen zustehende Mietminderung bekommen und dass Sie, falls Sie sich irren, nicht Ihre Wohnung verlieren. Insofern ist zusammengefasst dieses Urteil des Bundesgerichtshofs sicher nochmal ein klarer Warnschuss in Richtung Mieter. Das muss die Mieter auch nicht freuen. Es entspricht aus meiner Sicht im Moment der Gesetzeslage und
als Mieter sollte man sich da jetzt nicht mit Lamentieren aufhalten, sondern man sollte sich strikt an die Regeln halten, dann kann einem nichts passieren. Danke für die Aufmerksamkeit.